Jetzt verlege ich die ganzen Kabel, Wasserleitungen, die ich verlegt habe hier unten. Natürlich sehr, sehr wichtig, wenn ihr hier irgendwo Wasser abzapft, dass ihr auch die Pumpe ungefähr genau gleiche Höhe macht. Ne? Das ist sehr, sehr wichtig. Dass wir den Lüfter mit dem Relais anschließen, das ist ja für diesen Relais, das schauen wir uns später an. So haben wir das jetzt ganz einmal verlegt, das heißt, der Kabelbaum geht einmal von hier durch. Plus minus haben wir hier und von der Karosserie genommen. Dann nehmen wir hier den Kabelschacht komplett durch ins Motorinnere. Das kommt alles rein. Hier haben wir unsere Wasserpumpe. Dieser Kabel kommt später an die Lüftung dran, weil da kommt noch eine Diode drauf. Diese Antenne, das ist doch ein Witz. Und wir machen wie früher. Nein, die kommt einfach hier rein. Das wird auch reichen. Ich meine, ich werde die wieso immer einstellen. Ne? Die wird immer feste Zeiten haben. Aber wenn ich mal echt irgendwo bin und ich will die anschalten, damit das auch, ich sag mal, bis zu 100 Meter alles klappt. Deswegen kommt die da rein. Die werde ich auch sofort festkleben, damit die auch nicht irgendwie abfällt. Ist zwar magnetisch, aber trotzdem. So, diese Leitung habe ich jetzt weggenommen. Jetzt haben wir eine Bremsleitung hier reingemacht. Die ist schön starr. Und jetzt so rechts gebogen. Müssen wir gleich später nochmal hier einmal festmachen. Weil hier kommen die heißen Abgase. Und wenn der mal irgendwann, warum auch immer, abfällt. Und wenn hier unten hier unseren Schlauch haben, dann kann das Auto natürlich brennen. Ne? Deswegen, das finde ich eigentlich sehr, sehr gut mit dem Bremsschlauch. War auch gebörtelt das Ganze. Und wir haben natürlich die andere Seite nochmal gebörtelt. Schön. Jetzt eingebaut. Mal gucken, ob er dicht ist. Wenn er dicht ist, haben wir diesen Part auch schon mal erledigt. Froschgeldin ist bei Kfz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um meinen Golf 6, wo wir die Standheizung eingebaut haben. Bevor wir unser Gebläse anschließen, es gibt auf jeden Fall ein paar Varianten, was man machen kann. Standheizung ist ja so, das Ding aktivieren wir und dann soll das Gebläse innen mitlaufen. Das wollen wir ja haben. Ja, wir haben hier ein Relais, was das Ganze ja schaltet. Das ist dieses hier, also wo nochmal hier so ein rote LED drin ist, aber das Ding ist kaputt. Darum hatte ich auch ein bisschen Probleme gehabt und ich war echt verzweifelt, habe gesagt, hä, das Ding muss ja eigentlich gehen. Hier, so sieht das Ganze aus. Das ist ja mitgeliefert worden. Das ist dieser geschaltete Plus. Und dieser geschaltete Plus könnt ihr in verschiedene Stellen einbauen, damit dieser Lüfter innen funktioniert. Wir haben Klimaautomatik. Ne? Aber ich zeige euch das jetzt, wie ich das gelöst habe. Ob ihr das jetzt auch so machen wollt, ist eure Sache. Also das hat mich schon ein paar Tage beschäftigt, weil ich dachte, ich mache da irgendwas falsch. Weil normalerweise ist das so, Relais ist jetzt hier drin, wo das Schwarze ist. Und dieser Relais muss, dieses gelbe Kabel muss er irgendwann schalten. Und dann könnt ihr, ne, ihr habt ja mal Masse und Plus, dann könnt ihr damit den Lüfter betätigen. Alles verlegt, alles super angeschlossen und dann auf einmal hat das nicht funktioniert. Und jetzt such mal, dann wieder alles abisoliert, geguckt, getan. Und dann bis ich natürlich den hier einmal kontrolliert habe und gesehen habe, das Ding funktioniert gar nicht. Hat ein Relais da gehabt, 30 Ampere, 4er Anschluss, reicht für unsere Zwecke. So, dazu müssen wir auf jeden Fall, ihr habt jetzt unsere Standheizung eingebaut, dann habt ihr diesen Stecker noch mit diesen beiden Ausgängen. Ja, plus, minus. Ich habe mir so ein Kabel gemacht extra, habe das Ganze am Lüfter angeschlossen. Jetzt gehen wir nicht dahin, weil ich habe noch hier eins da vom Golf, wo wir letztens ausgebaut haben. Ja, nimmst du mal ein gebrauchtes und ja. Das Ding ist einfach runtergefallen. So sieht das Ganze aus. Ich habe das natürlich jetzt provisorisch gemacht. Ne? Nicht, dass ihr denkt hier, oh, was macht ihr da? Normalerweise könnt ihr das Ganze abisolieren. Ihr macht hier Minus drauf und hier macht ihr Plus drauf. Hier habt ihr den Widerstand schon integriert. Wie ihr es verlegt, ist eure Sache. Ihr macht da einfach Plus, Minus. Aber unsere Standheizung hat Sperrdioden drin. Aber trotzdem, sicher ist sicher, holt euch noch eine Diode. Macht es drauf. Das sind Sperrdioden, die kosten nicht viel. Ich kann euch das unten verlinken. Hier geht der nicht durch, der geht nur in einer Richtung. Das ist eine Sperrdiode, sowas braucht ihr auch. Den macht ihr. Hier macht ihr auf jeden Fall eine Sperrdiode rein, der zum Lüfter geht. Ich habe den hier eingebaut. Hier ist der verbaut bei mir, den noch verlötet. Und dann habe ich noch das Ganze mit einer Sicherung nochmal abgeschirmt.
Ich würde da auf jeden Fall eine Sicherung reinmachen. Sicher ist sicher. So habe ich das Ganze angeschlossen. Meine Steckverbindung habe ich hier eingebaut, der nach oben geht. Und oben ist die Sicherung, die könnt ihr hier runterholen. Das Schöne bei dieser Standheizung ist, obwohl es 280 Euro kostet, hier kriegen wir Dauerplus rein, hier haben wir Masse und hier haben wir unseren geschalteten Plus. Sagen wir mal, wir haben jetzt 80 Grad eingestellt. Das Geile ist, Lüfter sollte nicht sofort anspringen. Das heißt, wir müssen eine gewisse Temperatur erreichen. Ich sag mal, ich weiß nicht, man kann das bestimmt noch einstellen. Wenn wir die 60 Grad Wassertemperatur erreicht haben, schaltet diese Standheizung, schaltet dieser Relais und dann haben wir hier geschaltetes Plus. Und dieses geschaltete Plus geht in unsere Lüftung. Das heißt, irgendwann, ich weiß nicht wann, ob es jetzt bei 50 ist, bei 60, bei 70, ich weiß es nicht, springt erst unsere Lüftung an. So müsste das sein. Das ist die Theorie. Mal schauen, ob das auch so klappt. Ich hoffe es. Weil Relais ist kaputt. Ich habe ein neues Relais eingebaut. Den habe ich natürlich geprüft. Das heißt, dieser Relais funktioniert. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das Ganze jetzt läuft. Ich hoffe mal, ich habe die Diode jetzt richtig eingelötet. Kann auch sein, dass ich die auch falsch gemacht habe. Weil ich echt, also ich war verzweifelt. Also ich habe ein paar Tage nach einem Fehler gesucht, wo überhaupt kein Fehler war. Einfach nur ein Relais, weißt du? Egal. Ich hoffe mal, das klappt jetzt. Wir haben das Ganze jetzt geschaltet und was ist? Wie viel Grad haben wir? So, wir haben 50 Grad Wassertemperatur, das ist gut. Ja, das Ding haben wir jetzt provisorisch angeschlossen. Mal schauen. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob das Ganze klappt oder nicht. Oh mein Gott. Das Ding funktioniert. Geil. Der zieht schon mal von dort. Geil. Jetzt gucken wir uns das mal an. Wagen es aus. Und die warme Luft kommt hier raus. Geschossen. Super. Das Ding funktioniert. Relais hat geschaltet. So muss das sein. 63 Grad. Jetzt machen wir den aus. So, der ist aus. Aber der Lüfter müsste weiterlaufen. Ja, macht er. Kreislauf ist ja noch schön warm. Und das pumpt er noch schön ins Innere. Also wird da nichts verschwendet. Also das finde ich sehr, sehr gut. Jetzt meine Frage ist, boah, das ist noch schön warm hier. Wahnsinn, schön. So, jetzt warten wir mal, wie lange er braucht, dass er den Lüfter abschaltet. Vielleicht schaltet er ja gar nicht ab. Also bin ich jetzt mal gespannt. Ja, jetzt haben wir erstmal schön Dreck reingezogen. Da werden wir noch alles, also glaubt nicht, was hier alles drunter war. Ne? Ihr glaubt es nicht, also ehrlich. Das ist Wahnsinn, ne? Ich habe da Dreck rausgeholt, das glaubt ihr nicht. Ehrlich, fast mein ganzer Mülleimer war voll. Lässt der Relais gar nichts mehr los, oder was? Er läuft und läuft und läuft hier. Oh, Relais hat geschaltet, das Ding ist ausgegangen. 3 Minuten läuft er noch nach. Also ich find's gut. Es klappt auf jeden Fall. Geil. So, jetzt bleiben wir den erstmal gut. Jetzt werde ich alles zusammenbauen. Das Gute daran, diesen Schalter lasse ich auch direkt hier. Wenn da mal was ist, Leute, dann weiß ich ganz genau, hier Widerstand kaputt. Wenn wir irgendwas am Lüfter betätigen, kriegen wir da auch da Strom. Dann fließt das Strom nicht zurück. Also können wir auch nichts, irgendwas am Standheizung oder so kaputt machen. Das ist auch sehr wichtig. Ja, jetzt werde ich die ganzen Kabel verlegen, nochmal neu. Dann werde ich alles zusammenbauen und das war's. So Leute, so sieht das jetzt Ganze komplett aus. René ist hier. Den will ich noch beschriften. Dann habe ich den Kabelbaum hier durch. Hier kommt der Schalter rein. Plus natürlich die Antenne. Das ist blöd gemacht mit der Antenne. Die werde ich aber hier draußen lassen. Dann Standheizung geht einmal hier rüber. Unsere Plus- und Minusleitung. Ne? Und das Ganze habe ich natürlich beschriftet. Standheizung, Standheizung. Falls wir mal irgendwann ein Problem haben sollten, dann wissen wir, okay, da ist der Kabelbaum für die Standheizung. Würde ich auch machen. So, hier habe ich die Pumpe eingebaut. Das war es dann auch. Ne? Bremsleitung haben wir auch schön fertig gemacht. Was wir eigentlich jetzt beim nächsten Video erstmal mal probieren müssen, dass wir das Ding leiser kriegen. Ne? Also damit habe ich mich überhaupt nicht beschäftigt. Die Ansaugung ist noch gar nicht drauf. Die muss ich noch drauf machen. Und dann mal schauen, ob wir den echt leise bekommen. Weil das müssen wir auch machen.
damit sich die Nachbarn natürlich nicht beschweren. Das wollen wir ja nicht. Ach so, das heißt, der hat jetzt noch gar nicht angefangen, hier drinnen Wärme abzugeben. Nein. Deswegen ist es so kalt hier drin. Natürlich. Weil das ist ja das Geile, das ist ja auch schonend. Ach, der Lüfter geht erst an ab einer bestimmten Temperatur. Genau. Okay. Ne, die Standheizung hat einen Temperaturfühler und der ist dann so eingestellt, ich sag mal ab 64 Grad. Jetzt bin ich echt gespannt. Genau, ab 64 Grad mach den Lüfter an. Aber ab 64 Grad hast du aber richtig warme Luft. Ich bin jetzt voll gespannt. Ich finde das auch gut, weil erstens, deine Batterie wird geschont. Ja. Zweitens, du kriegst sofort direkt warme Luft rein. Und nicht erst kühle Luft. Ventilator kühlt das Ganze ja auch. Hast du schon getestet gehabt, oder? Ja, das habe ich getestet. Also es funktioniert? Es funktioniert auf jeden Fall. Ich bin jetzt echt gespannt. Also mir ist jetzt ein bisschen kalt. So, Dings habe ich hier hingeklebt. Das ist die Anzeige da? Die Anzeige, ja, habe ich hier hingeklebt. Der muss erstmal schön trocknen. Sonst hier habe ich alles abgebaut. Ja, also das werden wir erstmal so lassen, weil da kommt doch noch was. Ne? Da freue ich mich schon. Also 64 Grad, jetzt bleibt es 64 Grad konstant, weil der Lüfter ja auch eine kühlende Wirkung hat, ne? Aber achte mal hier, Eidosch, kurier mal. Auf jeden Fall, richtig viel hier. Warme Luft. Aber ich merke es jetzt auch gerade, als ich reingekommen bin, nach dem Akkutausch, muss ich sagen, es ist schon eine schöne Hitze. Ja, aber ganz, ganz wichtig, ihr müsst das immer, also ich steige aus, ihr müsst das auch auf richtig heiß einstellen. Ne? Das sollte man machen. Heiß und volle Pulle. Ja. Ich mache das gerne. Glaub mir, an sowas würde ich denken. Damit ja. Ich nicht, also 10 Minuten reicht. Wir haben 64, 65 Grad. Ich mache jetzt aus und achte mal, was jetzt noch passiert, Eidosch. Soll ich noch ein bisschen warm machen? Na, warte doch. Ich habe den jetzt ausgemacht. Ja. Das Ding ist jetzt aus. Ja. Ne? Merkst du aber was? Es läuft noch. Es läuft noch. Ja, immer noch warm. Es ist immer noch warm. Krass. Das macht er jetzt so lange, bis die Standheizung runterfährt und das dauert ungefähr 5 Minuten. 10 Minuten eingestellt hast. Kannst du eigentlich nach 10 Minuten ausmachen? Macht er selber aus und nach 5 Minuten läuft er nochmal nach. Ich find's cool. Ja. Und das ist richtig heiße Luft, was da kommt. Ja. Also hier nochmal, Schlüssel ist nicht drin, Schlüssel habe ich in der Hand. Hier, Zündschloss. Alles leer hier? Genau. Ja, wir haben bestimmt Dings, nicht, dass einer behauptet hier, das ist alles fake. Also es war echt, es ist sehr, sehr leicht. Ich habe echt sehr kompliziert gedacht. Und ja, also jeder kann das danach machen. Also, das ist kein Akt, wie gesagt, nur ein Diode aufpassen. So, die steht immer noch offen. Ne? Ich fange jetzt an zu schwitzen, Eidosch. Ehrlich. Ja gut, ich weiß, ich krieg nie genug Wärme. Ja, jetzt müssen wir das Gerät nur noch leise kriegen. Der Gerät. Der Gerät. Der wird nie müde, siehst du? Läuft und läuft. Ich habe ein paar Fehler provoziert. Was passiert, wenn die Wasserpumpe nicht mehr läuft? Was passiert, wenn die Benzinpumpe nicht mehr läuft? Jetzt ist ausgegangen. Jetzt ist ausgegangen. Aber guck mal, wie lange der noch Nachwärme gegeben hat. 5 Minuten. Feuerwehr. So, Eidosch, dankeschön. Bitte. Ja. Und ja, wir sehen uns. Dann werde ich ab und zu mal das Auto fahren, wenn es kalt ist. Ach, ich habe es wieder eingeschaltet. Aus wieder. Sollen wir noch eine Runde? Ja, komm. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Eidosch.